Schreck 2012. Meierhofen war die Kulisse der diesjährigen Präsentation. Viele Änderungen an bestehenden Modellen gibt es zu vermelden. Mit dem Slash ein komplett neues Bike und Neuigkeiten in der Federungstechnologie. Schon mit Weltcup-Siegen kann sich das Session 9.9 schmücken. Dank Carbonrahmen soll das Bike unter 16 Kilogramm wiegen. Intention heißt das Material, das deutlich steifer sein soll als normale Carbonrahmen. Seine Hybrid-Air-Gabel kombiniert eine Stahlfeder mit Luft. Das Minolink an der Wippe bietet eine Race- und eine Parkeinstellung. Dank Cane Creeks Engelsets kann der Lenkwinkel verändert werden. So ergeben sich zahlreiche Kombinationen. Der Federweg wächst von 203 auf 210 mm. Auch die Aluminium Session bietet diese Features. Es stand einiges an Theorie auf dem Programm. Auch das Ausprobieren und Testfahren nimmt bei den Track-Präsentationen einen großen Teil ein. Zum Test zur Verfügung standen das überarbeitete Fuel X, das Superfly 100 und das überarbeitete Remedy. Das Fuel X als Trailbike bietet 120 mm Federweg. Sein Rahmen wurde geändert. Der Zug des Umwerfers ist innen verlegt und der Lenkwinkel wurde 1 Grad flacher. Es gibt 3 Carbon- und 5 Alu-Modelle. Die hochwertigen kommen mit Fox Federbein und DRCV-Technik und 3 Positionen des Pro-Pedals: Climb, Ride and Descent. DRCV findet sich exklusiv bei Trek. Im Verlauf des Einfederns schaltet sich eine zweite Luftkammer zu. So soll eine optimale Performance über den ganzen Federweg garantiert werden. Als eine der großen technischen Neuheiten für 2012 führt Trek DRCV bei Gabeln ein. Viele der Top-Modelle sind damit ausgestattet, auch in der Fuel X-Linie. Ich bin José González, Direktor für Federungstechnologie bei Trek Bikes. Wir sind hier in Österreich, um die Modelle für 2012 vorzustellen. Eines der großen Themen dabei sind die DRCV-Gabeln an den Fuel X und Remedies. Sie basieren auf der Zweikammer-Luftfedertechnologie, die wir 2010 bei Dämpfern eingeführt haben. Es gibt 2 Luftkammern und einen Schaft, der den Lufttransfer zwischen ihnen kontrolliert. Ab einem bestimmten Punkt im Federweg schaltet sich die zweite Luftkammer zu. Die Gabel spricht sehr fein an. Bei 60% des Federwegs aktiviert das System die zweite Kammer. Beide Luftkammern werden so zu einer großen kombiniert. Das führt zu einer mehr linearen, weniger progressiven Luftfeder. So nutzt man den gesamten Federweg aus. Außerdem ist das Federverhalten im Mittelbereich des Federwegs, den man während der meisten Zeit nutzt, optimiert. Wir haben auch den Track-Tune-Dämpfer mit DRCV weiterverbaut, den wir im letzten Jahr eingeführt haben. Er hat einen von Track entwickelten Kolben und eine spezielle Shim-Konfiguration. Danke für eure Aufmerksamkeit. DRCV-Gabeln finden sich auch an beinahe allen Remedy-Modellen. Auch hier wurde der Umwerferzug nach innen verlegt. An den Topmodellen ist RockShox Vario-Stütze Reverb Steel verbaut. Ihre Leitung verläuft innen im Rahmen. Der Lenkwinkel ist 1 Grad flacher und bei den Alu-Modellen sind die Rohrquerschnitte geändert. Mit dem Minolink können die Innenlagerhöhe und der Lenkwinkel verändert werden. Auffällige Neuheiten bei Gary Fisher ist das neue Rumblefish. Der 29er bietet ein aggressives Fahrverhalten. Das Innenlager ist höher, der Hauptrahmen ganz neu und der Federweg auf 120 mm gewachsen. Die Rumblefish-Modelle kommen mit komplettem DRCV-Fahrwerk. Ganz neu bei Trek ist das Slash. Ein 160 mm Fully. Ich bin Dylan House und bei Trek für die Mountainbike-Rahmen verantwortlich. Ich arbeite seit fast 8 Jahren für Trek. Ich kümmere mich um die Mountainbike-Rahmen von der Entwicklung über die Prototypen bis hin zur Produktion.
Hier haben wir das neue 160mm All-Mountain Fully Slash. Es bietet vorne und hinten 160mm Federweg. Verglichen mit dem Remedy haben wir ihm mehr Möglichkeiten gegeben. Mehr Federweg, weichere Federung. Damit kann man wirklich steiles Gelände, harte und technische Downhills bewältigen. Aber es ist dennoch ein leichtes Bike. Wir wollten es leicht halten. Es ist immer noch ein Rad, mit dem man auf den Gipfel pedalieren kann. Mit dem Bike haben wir die DRCV-Technik in die All-Mountain-Kategorie gebracht. Wir wollten aus Gewichtsgründen eine Luftfederung. Es hat alle anderen Standard-Fully-Technologien. ABB Comfort und das EvoLink. Es kommt mit einstellbarem Steuersatz von Cane Creek, so dass man die Geometrie ändern kann. Außerdem kann man mit dem Minolink den Steuerwinkel ein halbes Grad steiler machen und das Innenlager einen Zentimeter anheben. Die Standardgeometrie ist ein 66 Grad Steuerwinkel. Man ändert ihn auf 66,5, außerdem kann man den Winkel mit dem Cane Creek Steuersatz nochmals um 1,5 Grad in beide Richtungen ändern. Eine weitere Neuheit, die wir am Bike haben, ist die integrierte Leitungsverlegung für die RockShox Reverb Steel Sattelstütze. Das Kabel verläuft durch den Rahmen, kommt hinten unten heraus und läuft dann im Unterrohr nach oben. So macht die Leitung am Absenken keinen Bogen, der am Bein oder der Hebelage scheuert. Außerdem sieht es sehr aufgeräumt aus. Wir haben das zusammen mit SRAM und RockShox entwickelt. Es ist sehr leicht zu installieren und handzuhaben.